So, willkommen zurück zu Foundation. Nebenbei noch auf Twitch am Streamen. Und ich habe jetzt hier die Meldung bekommen, es gibt schlechtes Wetter. Also, es nähert sich jetzt. Noch kommt es nicht. Das ist nur schon mal die Vorabmeldung, dass sich schlechtes Wetter nähert. Ja, wir sehen noch blauer Himmel, noch schönes Wetter. Ich weiß nicht genau wann. Aber es kommt dann bald eine Meldung, dass das schlechte Wetter eintritt. Und dadurch erhöht sich zwar hier die Fischproduktion um, ich glaube, 20%. Bin mir gar nicht sicher. Aber die Bärenproduktion und noch irgendwas anderes, weiß ich jetzt nicht genau, werden wir dann sehen, ist reduziert, stark reduziert. Ich glaube sogar um die Hälfte. Deswegen sollte man schon immer so ein bisschen, wird einem dann auch gesagt, schon mal ein bisschen vorsammeln, vielleicht die Lagerbestände erhöhen. Aber in meinem Fall hier Nahrung, zugehörige Ressourcen, ne? Bären, Brot, Fisch, Käse, das zählt alles dazu, egal was. Und ich habe genug Fisch hier, Brot, Käse habe ich alles, Lager ist voll. Von daher mache ich mir jetzt wegen den Bären keine Sorgen. Und wegen dem schlechten Wetter. So, in der letzten Folge, gegen Ende der letzten Folge, bin ich ja auf ein Rätsel gestoßen, was unseren Köhler angeht. Der war ja zuletzt, ich gehe noch mal kurz drauf ein, zuletzt hier zugegen. Hier hat er gearbeitet. Ich hatte das Gebäude ja abgerissen und dort hinten platziert, weil es da mehr Sinn macht bei der Schmiede und der Schmelze. Und der hat hier gewohnt, in diesem Gebäude. So, und da hatten wir uns ja die Frage gestellt, so, der arbeitet jetzt da hinten und muss jedes Mal für seinen Komfort, den er stillt, hier zu seinem Haus laufen. Ob er das, wenn er jetzt hier arbeitet, ob er das automatisch ändert, ne, ob er sich hier ein neues Haus sucht, damit das nicht so weit hat, oder ob ich hier in diesem Wohnhaus ihn rauskicken muss, dass er sich dann hier was sucht. Ja, die Frage gab es und ich habe ja gesagt, die Auflösung kommt. Ich habe es eben gesehen. Tatsächlich, er hat jetzt hier angefangen zu arbeiten und tatsächlich ist er hier nicht mehr drinne. Dann kann ich das Gebäude schließen und wenn ich hier mal gucke, so, wo ist er gerade? Er ist gerade da, wo er arbeitet. Arbeitsplatz anzeigen ist natürlich hier, so und jetzt. Zuhause anzeigen. Sehen wir, er hat sich hier ein neues Zuhause gesucht. In der Nähe seines Arbeitsplatzes. Nahrung, Wasser, der Rest, das ist Kirche, das ist alles hier jetzt nah beieinander, sage ich mal, relativ nah beieinander. Und hier wohnt er jetzt, deswegen kann ich die Köhlerei auch zumachen. Ja, und das ist der Beweis. Die Mitarbeiter suchen sich automatisch Wohnungen in ihrer Nähe. Man muss die nicht manuell kicken, weil da, ich habe mir schon gedacht, oh Gott, da musst du ja mal die Liste an Mitarbeitern durchgehen. Hier alle anklicken und gucken, Arbeitsplatz, zu Hause, passt das alles zueinander, sind die nah beieinander, damit die nicht so einen weiten Weg haben, weil dann sind die nicht produktiv, ne? So wie hier jetzt mein Köhler, ich weiß nicht, was da los ist. Jetzt ist er dabei, seine Bedürfnisse aufzufüllen. Wenn die natürlich da hinten hinlaufen zu dem alten Wohnort und hier vorne zum Wasser und das ist alles so ein weiter Laufweg, weil die arbeiten nicht, wenn die ihre Bedürfnisse erfüllen müssen hier. Erst wenn alles im grünen Bereich ist, dann gehen die arbeiten, wenn ich das richtig beobachtet habe. Ist, wie gesagt, der erste Spielstand hier. So, jetzt sehen wir, das füllt sich langsam. Mal gucken, wo er ist. Da ist er. Er läuft jetzt hier alles ab, auch wenn ich das richtig beobachtet habe, kreuz und quer. Also da steckt irgendwie kein Sinn hinter. Also er läuft an Wasser vorbei, um Nahrung zu holen und dann zur Kirche, anstatt auch gleich zum Wasser zu gehen. Also so habe ich das beobachtet. So, jetzt kommt Nahrung, jetzt wahrscheinlich nochmal Nahrung. So, jetzt Waren ist hier oben. So, jetzt ist er erstmal wieder bedient mit seinen Bedürfnissen. Und jetzt ist er erst produktiv. Deswegen, er ist ja hier gemeiner, also den Bevölkerungsrang gemeiner.
die haben schon viele Bedürfnisse und sind deswegen, hier ist sein Zuhause, genau, und die sind deswegen nicht mehr so effektiv. Wenn ich jetzt Leibeigene habe oder Neuankömmliche, die nur Wasser und Nahrung brauchen, die müssen nur Wasser und Nahrung erfüllen, den Bedarf, und sind viel effektiver. Also das ist so der Hintergrund, was die Bevölkerung angeht. Man sollte nicht immer gleich alle befördern. Weil, ja, da muss man gucken, bei wem macht es Sinn, den zu befördern und bei wem nicht. Zum Beispiel hier die Markthändler. Die sind direkt an der Quelle, ne? Kirche, Wasser, Markt. Also aus meiner Sicht kann man die einfach mal gut befördern, weil die haben es nicht so weit. Die zahlen dafür natürlich auch mehr Kohle, ne? Mehr Steuern, je höher die im Rang sind. Deswegen, wenn man nur Neuankömmliche hat, da hat man nicht viele Einnahmen, weil die halt nicht viel Bedürfnisse haben, diese bezahlen. Weil die bezahlen ja hier für das Essen und so weiter. Ja, ist alles so ein bisschen verstrickt, aber wir wuseln uns da so rein. Mal gucken, Eisen ist hier in Arbeit, Werkzeug kommt jetzt auch rein, wird nicht mehr gekauft, wunderbar, Eisenerz, Kohle, ja, wunderbar. Der Förster ist auf Pause, Holzfäller, setze ich nochmal einen rein, ich habe 11 Arbeitslose, dann stoppe ich mal die Einwanderung, das reicht mir erstmal, 11 Stück. So, nochmal ein kleiner Tipp. Früher habe ich ja immer, so unwissend wie ich war, alles angeklickt. Ihr kennt das bestimmt, ne? Klickst du alles an und guckst hier überall Leute drin. Ja, 5 von 5. Hier nochmal gucken, einer. Ja, muss man gar nicht. Ihr geht einfach hier auf das Buch. Und dort könnt ihr dann, ich muss selber suchen, hier unter Gebäude. Kann man hier einfach mal eben sortieren. So, jetzt seht ihr hier, aha. Wo fehlen mir denn noch Leute? Mir fehlt der Förster. Okay, den will ich auch noch nicht. Die sollen erstmal hier den ganzen Wald roden. Köhler. Können mal gucken, wie viel Kohle habe ich. 150, Lager ist voll. Lasse ich erstmal bei einem stehen. Und der Rest ist alles gut bedient. Ja. Wunderbar. Essen sieht auch gut aus, wenn gleich der Regen kommt. Stoff ein bisschen wenig, ja, aber wenn hier die Kleidung voll läuft im Lager, 305 habe ich, dann läuft langsam auch der Stoff voll und wenn der voll ist, läuft dann auch die Wolle voll. Ja, super. So, jetzt mal eben noch den Vogt zuweisen. Den setze ich einfach mal hier hin. Und wir können mal gucken, was fehlt mir denn noch an Gebäuden. Ich muss mal eben ein bisschen durchgehen hier. Eisenschmelze, Schmiede hatten wir jetzt gebaut. Genau, für die Werkzeugproduktion. Das brauche ich also nicht mehr einkaufen. Aber das könnte ich sowieso. So, Sammlerhütte, Fischerhütte brauche ich alles nicht. Alles gut gebaut. 3 Weizenfarmen habe ich. Müller, Bäcker sind alle ausgelastet. Wunderbar. Milchhof habe ich einen. Ich habe Milch und Käse aber auf Anschlag, also ein Gebäude reicht auf jeden Fall erstmal. Oh, ich habe schon 120, sehe ich jetzt gerade. 120 Einwohner. Okay, schon ganz gut. Was ist hier oben? Keine Arbeiter zugewiesen, ist in Ordnung und das ist Lagerplatz voll, ist auch gut. So, Milchhof. Käserei gehört dazu, ja. So, und jetzt haben wir, ich habe das mal eben kurz übersprungen, Schneider, Weber, Schäfer, genau, Hopfenfarm, Brauerei. Das sind jetzt so die nächsten Gebäude, die ich noch gar nicht habe. Da baue ich Hopfen an, ja, und hier macht der dann ein Bier aus 2 Weizen. Ach, Weizen, da muss ich wahrscheinlich noch eine Weizenfarm bauen. Ein Hopfen und Wasser. Okay, gut zu wissen, weil Weizen ist bei mir immer noch so ein bisschen, ja, Mangelware will ich nicht sagen. Ich probiere es erstmal so aus.
Ich weiß auch nicht, ob eine Hopfenfarm reicht. Also ich weiß, dass zwei Weizenfarmen locker reichen für die Mühle und den Bäcker. Und drei sind gut für eine Mühle, einen Bäcker, aber dann voll besetzt mit Personal. Das habe ich schon so ein bisschen raus. Ist leider nicht wie bei Anno hier so, wo dann immer angezeigt wird, hier 30 Sekunden, 15 Sekunden, okay, da muss ich von dem Gebäude zwei bauen, damit das zueinander passt. Das hat man hier leider nicht, das muss man selber so ein bisschen herausfinden. Aber solange die Rohstoffe oben alle voll sind, gerade das Endprodukt, dann ist alles gut. Deswegen baue ich erstmal eine Hopfenfarm und eine Brauerei und schau einfach mal, wie sich das so verhält. So, Hopfenfarm. Okay, macht schon mal keinen roten Kreis. Das heißt, die Attraktivität wird nicht beeinflusst. So, Hopfenfarm braucht bestimmt auch wieder Platz. So wie die Weizenfelder. Also Wald in der Nähe ist dann wohl schlecht. So, ich muss mal eben gucken. Wo könnte ich denn expandieren hier? Man muss ja immer so ein bisschen gucken. Hier ist so das Dorfzentrum, ne? Hier sind die Bedürfnisse. Kirche, Essen, Trinken, Kleidung. Wohnraum kommt dann von allein. Aber hier ist so ein bisschen ein Dorfzentrum. Und hier ist so das andere. Und hier habe ich jetzt nicht wirklich Platz. Hier ist nur so ein Berg. Das wird alles noch gerodet hier. Das dauert aber. Und dann ist hier die Holzproduktion mit Kohle. Förster ist auch da. Hier müsste ich auch erst wieder alles roden lassen. Hier oben vielleicht. Hier das Stück kann der dann alles seinen Hopfen anbauen. Und dann baue ich hier mal eben gucken. Wo haben wir es nochmal? Hier Hopfen. Mal eben Brauerei. Ah, Brauerei hat wieder einen roten Kreis. Hab ich mir schon gedacht. Das verringert nämlich innerhalb dieses Kreises die Attraktivität. Also ich darf nicht hier im Wohngebiet jetzt irgendwie hier das Gebäude bauen. Das wäre nicht so toll. So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Wo würde es Sinn machen? Oder baue ich hier den ganzen Wald ab? Hier komplett alles roden lassen. Und ich mache den nochmal weg. Und baue hier dann die Hopfenfarm, die hier dann Hopfen anbaut. Und wenn ich noch eine benötige, habe ich hier noch Platz für eine zweite. Würde vielleicht Sinn machen. Ich könnte auch ein Geländefeld jetzt noch dazu kaufen, ja. Aber es kostet auch Steuern. Also das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Und gerade bei den Weizen und jetzt auch bei den Hopfen müssen die Bäume weg. Bei den anderen Gebäuden glaube ich nicht. Milchhof ist das glaube ich auch egal und Schäferei hier auch. Aber die Gebäude, da muss man, also ich habe hier auch alles weggerodet. Ich meine, hier sind die schön für sich. Können hier rechts oder links ihre Bedürfnisse stillen. Vielleicht kaufe ich das Gelände. Nee, das ist ja schon meins hier. Muss ich gar nicht kaufen. Ich müsste es aber roden. Okay. Ja, roden ist immer so eine Sache. Ich kann das ja mal zeigen. Abbau. Habe ich hier dieses Stückchen Wald. Auf Abbau und Förstern. Das ist die andere Farbe. So, wenn ich jetzt aber das roden möchte, müsste ich das alles wieder komplett entblauen, also das Blaue wegnehmen, damit die Förster dann auch hier arbeiten. Sonst arbeiten die immer mal hier, mal da und dann dauert das noch länger. So, hier habe ich einmal Holzfäller. Die nehmen das Gebiet. Also
würde ich sagen, baue ich hier einfach mal zwei, drei Holzfäller. Nee, zwei Holzfäller hin. Genug Leute habe ich, die hier einmal komplett alles abroden, würde ich sagen. Ja, machen wir das mal. So, wo haben wir sie? Holzfällerlager. Macht auch wieder Lärm, also nicht hier ist mein Wohngebiet so ein bisschen. Setze ich die einfach mal hier hin. Oder? Ja, setze ich mal einfach hier hin. Mit Shift gedrückt halten, könnt ihr das gleiche Gebäude dann noch einmal platzieren. Nur so als Tipp. So, da habe ich auch Wohngebiet ausgewiesen, ne? Ja, und hier, okay. So, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis die gebaut sind. Kann ich aber in der Zeit schon mal markieren, was abgebaut werden soll. Mache ich hier mal so einen Bereich, das alles frei bitte. So. Alles weg. Den Wohnhäusern ist das egal. Die bauen ihr Wohnhaus auch hier einfach mitten in den Wald. Da haut das der Baumeister dann nämlich weg. So wie hier, kann man das schon sehen. Da. Jetzt kann ich ihn gerade nicht. Da, er ist Baumeister und macht jetzt für dieses Gebäude, Holzfällerlager, rodet er schon einmal hier die Bäume weg, damit Platz ist. Ich könnte vielleicht auch einfach, weiß nicht, ob das geht, einfach hier überall Holzfällerlager bauen und dann kommen die Baumeister und hauen die Bäume weg und dann zerstöre ich die einfach wieder und dann ist der Wald auch weg. Weiß nicht, ob das so einfach geht. Aber das wäre, glaube ich, so ein bisschen cheaten. Und das wollen wir nicht. Mods sind okay. Das kommt später. Das ist jetzt erstmal hier das Standardspiel im Moment in der Version 1.8. So, das wird gebaut. Dann wird der Wald gerodet. Dann haue ich die wieder weg. Und dann baue ich hier mal eine Hopfenfarm. Die könnte ich eigentlich auch schon parallel bauen, oder? Ist ja gar nicht so schlimm. Könnte ich eigentlich schon mal gucken. Hopfenfarm. Wo ich die hinsetze. Also hier ist so ein bisschen noch Weizen. Mal eben gucken. Okay, Weizen hat hier noch diesen Bereich mitgenommen. Ich könnte jetzt der Übersicht halber vielleicht hier so einen Zaun setzen, der das einmal so eingrenzt, damit man weiß, dass das dazugehört vielleicht. Aber das kommt in der schönen Dorf. Im schönen Dorf kommt das später dann. Das ist erstmal hier zum Ausprobieren. Ja, wo baue ich die Hopfen? Jetzt habe ich sie wieder abgewählt. Also hier war noch Weizen so ein Stück. Da will ich es nicht bauen. Ich könnte hier dann auch vielleicht mal schon so ein Lager noch dazu setzen. In den Speicher brauche ich für Hopfen, oder? Muss ich gleich mal gucken. Ja, wäre natürlich toll, wenn ich die Hopfenfarm jetzt hier bauen könnte. So, wo ist denn der Eingang? Nur ein Eingang hier. Dann würde ich einfach mal sagen, so drehen wir das. Kann ich das auch da reinbauen? Ich will es eigentlich nicht ausprobieren. Ja, ich habe das Holzfällerlager ein bisschen unglücklich gebaut. Ist das schon fertig? Ja. Ich glaube, ich setze das nochmal um. Hier, und das reiße ich ab. So. Hier kann ich ja schon mal drei Holzfäller zuweisen. Die können schon mal anfangen. Und die Hopfenfarm. Erstmal eine. Setze ich mal hier so ran. Und dann mache ich den Hopfen nach hier hinten weg. Denke ich irgendwie so.
Man muss es nicht direkt am Weg bauen, ich könnte es auch hier bauen. Dieser Trampelpfad, so wie hier, der kommt dann automatisch. Ich setze das mal hier so hin. Nochmal da anklicken. Okay, das passt. So, jetzt kommt das schlechte Wetter. Jetzt aber wirklich. So, jetzt fängt es an zu regnen. Und das schlechte Wetter bleibt sogar eine ganze Weile. Also es hat mich beim letzten Mal wirklich verwundert. Also das wird jetzt bestimmt so 2-3 Folgen. Die nächsten 2-3 Folgen wird das hier bestimmt bleiben. So, die Holzfäller sind angekommen, arbeiten. Die anderen kommen gleich zur Unterstützung. Hopfenfarm muss erstmal gebaut werden. Und was hatten wir noch? Hopfenfarm und Brauerei. Ich muss noch mal eben abwählen. Brauerei. Benötigt Weizen. Wasser. Wasser habe ich da vorne. Da ist ein Brunnen. Weizen ist hier direkt. Ja, ich muss auf jeden Fall auch noch ein Lager hier bauen. Vielleicht hier vorne. Ein Speicher ist es. So, Brauerei. Vielleicht baue ich die Brauerei dann sogar hier. Mal eben gucken. Ich habe hier irgendwie auch Wohngebiet ausgewiesen. Ich muss mal eben die Attraktivität anzeigen lassen. So. So, das ist echt super gemacht mit diesen Filtern. Jetzt kann ich hier nämlich genau sehen, wo ich Wohngebiet ausgewiesen habe. Wo kann ich das Gebäude setzen? Mit diesem roten Kreis. Also das ist echt, echt gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, ich würde gerne die Brauerei hier hinsetzen. Aber ist jetzt natürlich blöd, da habe ich jetzt den Holzfäller hingesetzt. Mal wieder. Hier ist Wohngebiet, ich könnte es zwar wegnehmen. Hier. Vielleicht hier so hin. Mal gucken, wo die grünen. Wo ist denn hier vorne und wo ist hinten? Das sieht aus wie hinten. Und hier ist eher vorne, oder? Das, also ich kann das aber nicht so richtig deuten. Da geht auch eine Treppe hoch. Ich glaube, wir bauen das hier mal hin. So. Und jetzt, ich baue das mal, muss ich noch das Wohngebiet wieder einen Tick verkleinern. So, damit die Attraktivität hier nicht leidet. Nicht, dass die da ein Wohngebiet bauen oder ein Haus bauen. Und da ist die Attraktivität dann niedrig. Das möchte ich dann nicht. Okay, hier ist aber genug Platz. Hier können die sich auch noch niederlassen. Gut, dann kommt da die Brauerei. Weizen, Hopfen ist in Arbeit. Ich mache die Filter mal wieder aus. So. Speicher haben wir hier. Aber der ist voll. Okay, ich brauche noch einen Speicher. Lagerhaus. Ich muss mal eben gucken. Speicher hat doch Hopfen mehr. Hopfen und Bier. Okay. Ist das denn Bier? Heißt das richtig Bier? Ja. So. Speicher. Wo baue ich denn noch einen Speicher? Da kommt das Gebäude. Da ist das. Ich glaube, dann könnte ich hier noch einen Speicher bauen, wa? So, wo ist hier denn vorne und hinten? Da ist ein Kran, das kommt glaube ich eher nach hinten. Könnte ich das so platzieren? So, ja. Hat auch keinen roten Kreis, das heißt, mein Wohngebiet
was hier angrenzt, wird nicht beeinflusst durch die Attraktivität. Wir können auch nochmal gucken. So, ja, alles gut. Auch ne, hier Gebäude, die noch nicht gebaut sind. Da wird schon angezeigt, welchen Einfluss die haben. Auch sehr gut. Dann muss man sich das nicht immer denken. So, hier nochmal drei Holzfäller zuweisen. Und jetzt hoffe ich, dass die dann auch hier den Wald weghauen. Und nicht irgendwie hier hinlaufen. Ja, ich bin mir da immer nicht so sicher. Oder hier so vielleicht sogar hier hinlaufen. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Müsste ich vielleicht mal beobachten, wo die arbeiten. Das können wir nochmal eben machen. So, Holzfäller. Okay, arbeitet schon mal hier, das ist richtig. Die arbeitet auch hier. Nicht, dass wir unsere Mitarbeiter irgendwie kontrollieren. Und der arbeitet auch hier. Okay, der war gerade Bedürfnisse stillen oder sowas. Ja, das sieht doch gut aus. Die roden jetzt alles weg. Die Hopfenfarm ist in Arbeit. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, wo wir die Hopfenfarm hier platzieren, also wo die den Hopfen anbauen dürfen. Dann weisen wir den Speicher zu mit den Rohstoffen. Da oben ist er. Brauerei müsste dann auch fertig sein. Ja, lasst euch überraschen. Bis zur nächsten Folge.